Hey oh Leute, willkommen zurück beim nächsten Race, in den ich verlieren darf. Mit dabei ist natürlich wieder Grants und Frank und es geht heute dabei, wer am schnellsten ein Enchantment Table, also ein Verzauberungstisch, wie das Deutsche so schön heißt, bauen kann. Und dafür brauchen wir Diamanten und Obsidian. Und Frank hat ja letztens Diamanten ganz schnell gefunden, wa? Oh ja, der Schlingel. Oh. Ich glaube aber nicht, dass das nochmal passiert. Ja, das ist Frank bei mir gerade wieder ganz schlecht gewesen. Ja, bei aber mir na auch gut. Diesmal aber. Du sollst nicht so viele Pornos runterladen in der Zwischenzeit. Okay, ich würde sagen, wir machen wieder die drei Buchstaben am Anfang. Wer fängt an diesmal? Ich fange diesmal an. Und zwar machen wir C-U-C auf klein. U, ne? U wie Ulrich. Genau. Okay, dann mache ich einfach N-A-P. N-A-P. S-E-X. Was hast du gesagt? S-E-X. Sex. Genau. Ja. Gut. Kacknap-Sex. Okay. So, ihr werdet stellen. Ich hoffe, dass Frank jetzt langsam besser wird mit seinem Sound. So. Okay, ich bin auf einer Ebene gelandet mit ein paar kleinen Hügeln um mich herum und ein Dorf ist in der Nähe. Ja, da ist ein Dorf. Okay. Okay, ich bin auf Escape gegangen. Wie geht in Optionen, ob schwer ist? Options, mal gerade, ob ich das Hardcore sehe. Schräg rechts hinter dir müsste es sein. Schräg rechts hinter mir. Also du bist ja auch auf einer Ebene gelandet, oder nicht? Da ist was. Ja, ich sehe es. Okay, dann geh in die Option rein. Ja. Würde ich sagen, es geht los in 3, 2, 1, los. Ja. Diesmal gar keine Bäume in der Nähe, ey. Zeitbegrenzung haben wir nicht, wa? Nö, Zeitbegrenzung nicht. Irgendwann mal sagen wir, vielleicht ist Kacke. Machen wir nicht. So 2 Stunden. Ja, wir haben ja schon ein paar Mal recht lange ausgehalten. Das muss man uns ja lassen. Wow, wir sind viele Schweine. Krass. Hast du auch die Herde hier entdeckt? Okay. Die schicke Schweineherde. Wir haben ja eben ein bisschen Zeit heute. So, bitte es mir an. Ich kann ja verraten, ich gucke mir jetzt gerade die Dorfbewohner an, was sie mir geben. Für was? Ja, ich habe auch schon überlegt, ob die da vielleicht irgendwie Papier oder so haben wollen. Und man sich dann irgendwas anderes ertraden kann. Man muss auch erstmal Bambus finden, ne? So ist ja nicht hier. Ist aber ein mega großes Dorf, wa? Oh ja, es ist krass. Aber die alle durchzuschauen, das dauert ja ewig. Ihr könnt mir ja sagen, ob einer was Nützliches hat, dann muss ich das nicht machen. Ey, ist es bei uns allen auch gleich? Ich weiß nicht, ob das Dorf ist ja gleich, aber ich weiß nicht, ob die Leute die gleichen sind. Achso. Was habt ihr denn für Angebote, ihr Noobs? Habt ihr keine Schmiede hier? Ja, das ist die Scheiße, da habe ich nämlich auch schon geguckt. Weil ich dachte mir, vielleicht kann der ja hier irgendwie was mir andrehen. Irgendwas Sinnvolles. Skandal, keine Schmiede. Skandal. Zack. Fuck. So, wollen wir jetzt mal. Unendlich viel Zeit verbrauche ich jetzt durch diesen Kack hier. Die Früchte der Natur ernten. Und dann ziehen wir weiter. Scheiß Dorf, hat sich gar nicht gelohnt. Zeit verschenkt. Okay, dann schenke ich mir das dann direkt. Dann gehe ich da gar nicht erst hin. Wer Bier verschenkt, wird aufgehängt. Ah, das nehmen wir auch noch wird mit. Wird aufgehängt. Gefällt mir. Bleib hier. Junge, stehen bleiben. Ja, ich bin gespannt. Also hier geht's wieder eigentlich fast nur darum, Diamanten zu finden. Und Lava, aber ich denke mal, wenn man 5 Diamanten hat, hat man auch schon Lava gefunden. Tobi findet da immer Lava. Ja. Ey, das stimmt. Und die Creeper finden Tobi. Ja, Schwein, guck mir ruhig dabei zu, wie ich den Baum fälle. So, dann werde ich den mal ihr Essen klauen. Du Monster! Brauchen das nicht. Die essen das eh nicht. Die bauen das nur an. Dann machen die nichts damit. Echt mal? Die haben ja nicht mehr eine Hungerleiste.
Die sind ganz andere Organismen. So, ist aber voll wenig gewachsen hier von dem Getreide. Voll schlecht. Jetzt mal hier ein bisschen. Ah, da hinten. Ich denke mal, die Nahrung sollte dann schon im Prinzip schon reichen, komplett für diese komplette Aufnahme hier. Ja, gestern hatte ich auch viel zu viel Nahrung beschafft. Da hatte ich, glaube ich, irgendwie 7 Steaks oder so und für 20 Minuten, ey. Ja, hatte ich auch, aber. Ich glaube, ich musste nur 1 oder 2 essen. Also. Ich nehme mir trotzdem ein bisschen mehr mit, falls der Fall. Ja, ich habe auch schon, glaube ich, wieder viel zu viel hier. Ich habe 22 Schinken. Boah, das reicht long. Aber ich töte immer noch welche. Meine Chance! So, Leute. Oh, hau nicht ab, Schwein. So, die müssten doch hier irgendwo einen Ofen haben, oder? Oder? Die haben keine Schmiede hier. Nee, bei mir hatten die keinen Ofen. Aber dafür hunderte von anderen Dingern. Anderen Dingern? Oh. Hier. Crafting Tables hatten die en masse. Kein Ofen, was für eine Sünde. Naja, komme ich auch so klar. Ich stelle erstmal in die Erde rein. Lecker, nom nom. Darf man Steuerung nutzen? Ja, mein Gott, nutzt es. Okay. Ja, ich frage mal lieber, sonst werde ich nachher wieder disqualifiziert. Aber nicht F3 nutzen. F3 ist verboten. Ohne F3? Okay. Ohne F3 diesmal. Ad wieder. Ich weiß gar nicht, was ihr alle mit F3 habt. Das macht doch gar nichts. Außer, dass es deine Höhe anzeigt, macht wirklich nichts. So. Ja, Höhe anzeigen ist bei Diamanten finden nicht zu vernachlässigen. Ja, komm, jetzt kann man hier aber auch Erbsen zählen, oder? Da wo Lava ist. Angst hatte. So. Vielleicht gucke ich diesmal nach einer Höhle und buddel gar nicht in die Erde. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich gucke erstmal so ein bisschen rum. Habt ihr Mongolen ja letztens auch gemacht? Habt ihr auch was gefunden? Ja, ich habe ein Dorf gefunden. Hä? Noch eins? Nein. Das wär's. Ach so. Hey, noch ein Dorf. Oder hätte was in dem einen Race, da suchen wir uns zu Tode, dass wir irgendwie ein Dorf finden und jetzt am Anfang gleich. Wir haben gleich am Anfang, da habe ich eigentlich gewonnen, das Race, aber nein. Ja, das war eine Entscheidung, da hättest du die Laserpistole gebraucht. Das ist ja dann nur, wessen PC baut schnell die Welt auf. Okay, Leute, das hört sich doch schon mal nach Lava an, würde ich sagen. Hast du eine Höhle gefunden oder hast du dich gegraben? Nee, Höhle. Okay. Und hier ist nämlich irgendwo gerade schon ein Zombie verbrannt. Hallo. Ey, der Zombie hat einen Stein in der Hand. Der Spasti, auf ihn! Verdammt, ich muss aufpassen. Die sind schon ziemlich weit unten. Ich wollte diesmal einfach nicht so schnell angehen, weil ich klar, das nicht so war. Das ist hier ein Race, mein Lieber. Jetzt kommen da zwei Zombies aus der Höhle raus. Ihr könnt nicht mal. Da muss ich mir erstmal noch ein dickeres Schwert bauen. Na, komm her und verbrenne. Ach, dickere Schwerter werden. Die wirklich bei einer Höhle gefunden. Geil. Wenn er mich jetzt haut, ne? Ich hätte mir den Fackeln vom Dorf mitnehmen sollen, ich Idiot. Kannst du mal sterben? Ah, oh, nicht so einer, ey. Sterb gleich, Frank, keine Sorge. Nein. Ach stimmt, Fackeln vom Dorf, ne? Das wäre mal eine Idee. Ich bin noch in der Nähe. Ich muss auch mal wieder zurückgehen. Na toll. Aber ich sehe hier gerade gar keine. Dann bist du absolut blind, Frank. Dann bist du blind. Ja, ich habe gerade keine gesehen. Jetzt sehe ich welche. Yes, the Creeper Man can. Ah, ich hasse Creeper. Warum machen die eigentlich ihre Laternen mit Wolle? Also. Damit die brennen. Ja, genau. Fiel mir nur gerade so auf. Wo ist der Creeper hin? Oh nee, das gibt's doch nicht. Ich hasse es, wenn irgendwo ein freilaufender Creeper umherrennt. Ihr braucht doch gar kein Licht. Die drinnen können ruhig Zombies spawnen. Die erste Nacht werdet ihr eh alle nicht überleben, insofern. Na, stimmt, auch schwer haben die ja gar keine Chance, die Armen.
Da bringen ihre Türen ja nichts. Ja, verstecken sich trotzdem. Die könnten ja auch mal anfangen zu kämpfen, ne? Die doch nicht. Kann man ja machen, ne? Die haben einen Eisengolem, falls der mal Lust und Laune hat zu spawnen. Das bei gibt denen. Es nicht. Wo ist der Creeper? Ich hasse es. Der war hier. Ach. Ey, der kommt gleich wieder von hinten, ne? Oder so. Weißt da du, ist er. Ich wusste es. Man sagt, die Beute sucht den Jäger nicht. Ja, das ist das Problem. Das kommt nämlich schlecht. Was ist da hinten? Sehe ich einen Creeper. Oh, nicht schon wieder die... Nein, warum jetzt kommen wieder die Skelette oder was? Ich hab mich doch hier irgendwo runtergekommen. Was denn? Wir sterben, du alter Homo. Ja, okay. Mal kurz ein bisschen auffällig machen. Alter! So. Okay, diese Höhle, die geht mir jetzt ja schon auf den Sack. Schaffst das. Schaffst das immer. Irgendwie. Ich weiß halt, dass dieses Race ein bisschen länger dauert, deswegen dachte ich mir, ich nehme ein bisschen Zeit wieder hier am Anfang. Ja, ich chill hier auch voll. Ich bin kein oder so. Oh Mann. Okay, Grinds ist gerade kaputt. Nee, nee. Bloß die Creeper, die flankieren mich immer. Oh Gott, da unten sind noch zwei Creeper. Wo sind wir denn hier? Das ist doch Franks Aufgabe. Meine Aufgabe, wenn dann er, denke ich. Wie oft ich vom Creeper sterbe. Aber ich habe gerade Höhle gehört, also das Geräusch für Höhle. Du meinst den Zug? Ja, ja, den Zug. Möb. Oder das Flugzeug, was ganz nah ja. So, dann wollen wir nochmal sehen hier. Ah, zwei Endermen, Alter. Oh, da hier ist eine Höhle. Wow. Okay, jetzt hast du es doch noch ein bisschen schlimmer als ich getroffen, Frank. Ich habe mich echt erschrocken, ey. Ich dachte, ich hätte die angeguckt. Puh. Dann nehme ich mal den anderen Höhlenast hier. Was guckst du? Guck mich nicht an, ja? Provozier mich nicht. Okay, erstmal ein bisschen Eisen abfarmen. Ist immer gut. Ist da ein Zombie-Spawner oder warum? Ach, guck mal, ein Dorfbewohner-Zombie. Echt? Die habe ich noch nie gesehen. Jetzt hast du schon Dorfbewohner-Zombies? Ja, aber hier in der Höhle. Wie sind die denn runtergekommen? Fickt euch, das ist doch nicht normal. Ehrlich, ehrlich, was ist hier los? Was ist das für eine Höhle? Ich spiele nicht mehr mit. Bist du schon tot? Nee, aber die Nerven. Boah, Alter. Hier sind 100 Gegner. Oh! Der Creeper hat den Zombie voll in meine Fresse geschleudert. Das gefällt mir. Kohle und Eisen, das ist schon mal gut. Da hier, sind drei, hier sind drei Ender. Vier Endermen sind hier. Ich hab keinen Bock auf so eine Action. Verarschen? Wann findet man denn mal vier Endermen auf einem Fleck in der Höhle? Frank, schau dich mal an. Die sind ganz lieb. Ich einmal muss aufpassen, ne, weil die verteilen sich ja so, dass ich nicht. Das einmal Gruppenfoto gerade. Mit den Endermans. Ja, ich stehe dann in der Mitte zwischen zwei ja. Zwischen Endermans. Ich mein. Okay, ach, scheiß drauf, Leute, wir müssen da runter, auch wenn da Creeper sind. Ja, komm, spreng dich doch, du Pussy. So. Erstmal Moment 16 Eisen ein bisschen schmelzen. Oh. Ja. Ich denke mal, ich werde mir auch Rüstung anlegen. Das ist das zu riskant, hier die ganze Zeit rumzulatschen. Rüstung. Oh, hier geht's aber noch tief runter. Krass. Muss aufpassen, dass hier kein Monster kommt von irgendwo her. Rüstung ist nur was für Leute, die es nicht drauf haben. Ja. Oh nein, nicht schon wieder ein Skelett! Siehst du, und gleich stirbt er. Also die Höhle cool. Hier gefällt mir auf jeden Fall. Oh, geht es hier runter? Krass. Ja, die Höhle gefällt mir. So. Ich bräuchte gleich mal einen. Autsch. Oh, ey, Enderman, er macht mich echt nervös. Ich glaube, hier ist gleich Lava. Sonst wäre hier nicht so hell. Oh, Zombie. Hohoho. Oh, oh. Gut, nur ein Zombie. Hört auf zu gluckern. Ja, Fledermaus ist in Ordnung. Wir hingen einfach mal mich beim Abbauen. Fledermäuse erschrecken mich voll oft. Ja. Findest du? Ich höre die immer von Weitem, deswegen. Ne, die hängen bei mir voll oft von der Decke und dann gehe ich da vorbei und auf einmal denkst du so, nee, scheiße. Jetzt meinen die wieder, sie müssten mir auf den Sack gehen hier. Ja, natürlich. Alter, wie verfolgen die einen denn so krass, die Skelette?
Haben die das schon immer getan? Also wenn man so richtig schön weit wegrennt, sind die immer noch hinter einem dran. Ja, und haben Auto-Aim 5000 aktiviert.